Hallo, ich bin der Luca und ich habe im Frühling 2022 mein NDS zum Experten Intensivpflege abgeschlossen. Da ich in meinem Alltag auch Patienten in künstlicher Koma betreue, ist es wichtig, dass ich ihre Vitalparameter oder auch ihre Beatmung immer gut überwache und dann nötig anpasse. Was mir als Experten Intensivpflege gefällt, ist die Verantwortung, die wir haben und dass wir eng mit anderen Disziplinen zusammenarbeiten. Fürs NDS sollte man teamfähig sein und ein Verantwortungsbewusstsein mitbringen. Ein bisschen Neugier schadet auch nicht. Im Vergleich mit anderen Pflegeberufen arbeiten wir auf der IPS nicht nur mit unseren Patienten, sondern auch intensiv mit ihren Angehörigen zusammen. Wenn du einen Job mit geregeltem Alltag oder immer gleichen Routinen suchst, dann ist das NDS nicht für dich. Falls sich der kurze Einblick neugierig gemacht hat, dann informier dich doch über die Ausbildung zum Experten Intensivpflege.